Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Hi. Ich wollte eigentlich reden, aber... Vielleicht gehören diese DLFs ja zu denen. Nein. Irgendwie nicht. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston. Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Okay, so, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir ja unseren geliebten Partner Joel verloren. In einem sehr tragischen, Verlauf, sagen wir es mal so. Und wir sind jetzt auf der Suche, beziehungsweise sogar auf der Jagd nach dem Verantwortlichen. Wir haben einen Namen. Ich weiß nicht, ob Ellie ihn kennt. Joel kannte ihn. Auf jeden Fall. Wir reiten in den Sommer. Und werden mal versuchen, irgendwas herauszufinden. Wie immer genieße ich die Atmosphäre. Und wir reiten selbstverständlich Lott hier durch. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich nehme gerade einfach irgendwelche Wege von Lichtung zu Lichtung in der Hoffnung. Ellie, Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Kann ich absteigen? Tatsache. Ich denke mir so, wenn hier irgendwo was sein sollte. Ah, noch eine Superheldenkarte. Frage, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du wollen? Wahrscheinlich Unsichtbarkeit? Gute Wahl. Damit du mich beobachten könntest. Du hast's erraten. Das ist ein Strommast, ne? Ja, da kann ich nichts machen. So. Gut. Da lang komme ich da hinten lang. Ich glaube ja, ne? Ja. Sieht gut aus. Hier ist der Freeway. Sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich werde jetzt mal eben kurz hier lang reiten. Gut, hier kommen wir nicht weit. Der gute Wille hat gezählt, ne? Ja, es war schon ziemlich klar, dass sie mit den Autos reiten müssen, aber ich dachte, ich finde hier noch irgendwas. Da lag ich wohl falsch. Dann reiten wir mal langsam in die Stadt rein, würde ich sagen. Ich genieße es. Diese Stille, diese Ruhe. Ich weiß nicht, was hier sein könnte. Das hier auf jeden Fall mit. Hier haben wir noch eine Sonnenkarte. Hier noch irgendwas. Was ist das denn? Ist das ein Comic? Nee, das ist eine Karte. Lesen. Willkommen in Seattle. Wenden. Zentrum von Seattle. Okay. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir das benutzen können und inwieweit uns die Karte was bringt.
wir haben sie aber auf jeden Fall dabei. War was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Ich noch mal kurz hier außen gucken, aber ich denke nicht, dass hier noch irgendwas Großes sein wird. Gut. Schauen wir wieder aufs Pferd und reiten mal weiter. Mal hier runter. Die Natur hat sich schon alles ganz gut zurückgeholt. Lassen aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Und wieder ab in den Wald, so wie es aussieht. Krass, ey. Ich glaube, ich muss hier lang. Nein, hier lang. Das war doch richtig. Stellenweise ist das echt laut. Ich werde mal ein bisschen leiser machen. Auch für euch, damit man mich besser hört und dafür die ganzen Waldgeräusche weniger. Oder ich sage mal zumindest so das laute Wasser. Trespassing, kill it on sight. Wow, ist das die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. WLF. Eindringlinge werden sofort getötet. Sehr freundlich. Aber zumindest sind wir hier richtig. Wo sind denn alle? Die haben das Schild aufgestellt. Es muss also irgendwo reingehen. Ja, kann ich. Haben wir noch eine Notiz? Gucken wir doch mal. Wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Karen. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe, dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Was für ein Kilo. Da ist leer. Hallo? Da ist leer. Alles durchsuchen, ich meine, wenn wir schon hier sind, ne? Das ist ein komisches Hintergrundgeräusch. Ich weiß nicht, ob das von einem Game ist oder außen. Lesen. Petra, Stufen der Infektion. Stufe 1. Der Cordyceps hat die motorische Funktion des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte Stufe 1 in gewöhnlichen Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Stufe 2. Nutze die Umgebung zum Verstecken und Angreifen. Der Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von der Seite oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung überprüfen. Stufe 3. Völlig blind, aber scharfes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echoortung auf. Auf Abstand bleiben. Stufe 3 Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Stufe 4. Selten, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten. Der Stufe 3. Unglaublich stark. Können säurehaltige Geschosse schleudern. Nicht angreifen, wenn nicht absolut unumgänglich. Drin? Ziemlich leergefegt. Okay. Mehr wird hier drin jetzt auch nicht sein. Komme ich da hinten noch weiter? Angeberin. Mm.
Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Yeah. Ellie, was ist hiermit? Bist du? Sie. Sieht stabil aus. War das schon alles, was wir... Ja. Gut, auf der anderen Seite ist jetzt noch ein Truck, ne, aber... Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Das kleine Messer ist immer so geil, ne? Ich meine, keiner will ein Messer im Hals haben, ne, aber... Wenn man daran denkt, dass Macheten und so ein bisschen effektiver sein könnten... Ich halte die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Ganzer Tor? Klingt gut. Lang wahrscheinlich. Aua. Alles gut. War recht knapp. Knapp ist gut. Also echt knapp ist echt gut. Laufen wir mal hier lang. Gucken, was wir da finden. Ne, hier kann ich leider nicht schneller runter. Schön dumm wie drinne. Das war leiser. Ja, noch eine Nachricht. Welche Koordinaten, so wie es aussieht. Okay. Wenden. Was wohl geschrieben wurde? Ein großer Einsatz steht bevor. Und Isaac will, dass wir alle restlichen Vorräte aus dem Stadtzentrum bergen. Holt das gesamte Benzin aus dem Gerichtsparkhaus. Die Severiner Basis. Der Kuppel und bringt es zum Versteck an der Severiner Basis. Nochmal wenden. Haupttor 0512, Nord 01382, Nord 1, Ost 1 nichts, Ost 2, 5345, West 1 und West 2. Alles klar. Das sind wahrscheinlich die Codes, um die Tore zu öffnen. Da ist soweit auch nichts mehr drin, da ist nichts mehr, da ist nichts. Es muss irgendwo ein kleiner Generator sein. Das ist mein Generator. Oh. Verdammt. Hey. Hey.
Geht doch. Wird das ein bisschen zu laut. Oh, Mist. Ist hart bestimmt weh. Ja, ich bin sofort bei dir. Ich will mal kurz hier durchgucken. Ich finde den Generator vielleicht ein bisschen zu laut. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich sag mal so, solange ich noch keine Munition finde, ne? Da könnte ich. Wahrscheinlich nur ein Gespräch. Hey, alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Wer ist wir? Sie und das Pferd, oder was? Schaut, da komme ich gar nicht rein. Na gut, dann machen wir mal das Tor auf, würde ich sagen. Gut, dann machen wir das Tor nicht auf. Irgendwo muss ich einen Code eingeben können. Da steht ja, welches Tor das ist. Ist das Nord 1, Nord 2, Nord 8? Gate D2. Ah. Oh. Kein Saft. Ach so. Das riecht doch safe hier raus. Oder von da oben. Gucken mal. So, das haben wir schon mal offen, das ist gut. Klettern wir mal im Blott hier hoch. Oha. Ach, da sind noch mehr Komponenten. Aber das war's auch. Okay, gut. Kann ich gar nicht runterspringen. Doch, irgendwie schon. Aber auch irgendwie nicht. Hallo. Stehst du bitte auf? Okay. Kann ich das Kabel von hier einfach wieder abziehen? Kann ich das werfen? Ich kann's werfen. Cool gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr cool gemacht. Das passt ja auf die Millimeter genau. Okay. So, jetzt hat der Scheiß wieder Strom. Haupttor, gut, nochmal zurück. Wie komme ich? So.